Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Let's Go Evoli im Evoli-Only-Run. Ich habe keine Ahnung, wo wir waren und was los war, weil meine letzte Aufnahme inzwischen gefühlt eine Ewigkeit her ist. Bestimmt 2 Wochen inzwischen. Ist einfach vieles los im Moment. Deswegen habe ich keine Ahnung, was abgeht. Ich weiß noch, hier war irgendwo Team Rocket unten. Deswegen gehe ich hier jetzt lang. Ich denke mal, dieses Video wird vor der Mario Bros. Wii-Folge, in der ich schon drüber geredet habe, online kommen. Dieses Projekt kommt halt, allgemein alle Projekte kommen gerade recht unregelmäßig, weil halt recht viel los ist und dieses hier halt nochmal ein bisschen krasser, weil es halt ehrlich gesagt im Moment für mich so das am wenigsten Motivierende auf dem Kanal ist. So, Mario Bros. Wii, New Pokémon Snap, die Walross-Edition, hat für mich halt ein bisschen mehr Priorität, muss ich sagen. One-hitten wir mal wieder. Ein Radfra. Oh, es hittet mich. Ich hätte auch Ruckzuck-Keep machen können, dann hätte es mich nicht gehittet. Egal. Deswegen, wir laufen weiter ein bisschen durch die Höhle hier heute. Finden vielleicht einen Ausgang. Und ja. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich bin den ganzen Scheißweg jetzt zurückgegangen, weil ich dachte, vielleicht ist hier ja der Weg weiter, weil hier steht ein Rocket-Rüpel. Und dann steht der da, um einfach nur einen Sonderbonbon 2 Meter weiter zu bewachen. Während man an ihm auch noch einfach vorbeilaufen kann, weil der einen nicht mal anguckt. Ja. Makes sense to me. Dann wissen wir zumindest jetzt, wo es weitergeht. Und ja, im Prinzip kann man sich denken, der Ort, wo man am weitesten hinlaufen muss. Andererseits, das hier ist ein Labyrinth, ne? Da kann eigentlich alles sein. So, apropos, beweg deinen fetten Steinarsch aus dem Weg. Und nächster Rocket-Rüpel. Jetzt müssten wir auf dem Weg weiter sein. Und irgendwie dauert diese Animation ewig am Anfang des Kampfes. Guck mal, eine Tomate. Yep. Guter Joke, ich weiß, töten wir es. Ich denke mal, ich werde es one-shotten können, weil was außerhalb von Arena-Kämpfen kann ich jetzt genau nicht one-shotten, ne? Ich weiß, schwere Frage. Was ich mir gerade überlege nur. Es gibt in dem Game ein paar Doppelkämpfe. Was ist eigentlich mit denen, wenn ich nur ein Pokémon hab? Lassen die mich dann überhaupt kämpfen? Ich hab diese Verbrauchdauer. Schwer werden sie wahrscheinlich trotzdem nicht sein. Aber bei mir ist halt jetzt wirklich echt ein bisschen eher die Sorge, dass die sagen, hier, Digga, hol dir ein zweites Pokémon, lol. Dann nehme ich mir irgendein Opfer aus der Box einfach mit. Das dann sowieso nicht kämpft. Naja. Wir fangen jetzt noch so ein Scheißteil. Ich glaube, das hat mich gehört. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Allein dafür, dass du 68 WP hast. Willst du mich damit triggern? Als ob dieser eine WP nicht noch drin gewesen wäre. Dieser eine einzige. Aber nein, es hat 68. Und in mein Teamwilze, habe ich gehört. In mein Teamwilze. Guck mal, wir haben inzwischen eine ganze Box voll. Und nur eins von den Viechern ist in meinem Team. Ja, das schwarze Ding dort drüben, das sieht doch aus wie ein Fossil, oder? Bist du bereit, Mauzi? Hopp, hol das Fossil. Ja, die machen eine Scheiße. Und wir können sie im Prinzip wirklich ignorieren und weiterlaufen. Den Aber ein bisschen drücken bei diesen Kratern immer wieder, nicht vergessen. Können unsichtbare Items drin sein. Hier auch wieder. Ich denke mal, da oben geht's weiter. Aber, oh, ja, Beleber. Beleber sind halt Bullshit in dem Run.
Es bringt halt gar nichts. So, jetzt wieder diese Animation, die viel zu lange dauert. Bevor wir das nächste Pokémon one-shotten. Oh, ein Zubat. Das wird ja bedrohlich. Machen wir mal Ruckzuckhieb der AP halber. Es ist tot. Die Erfahrungspunkte gehen halt wirklich nicht schnell hoch, muss ich sagen. Das ist halt auch ein bisschen die Sache. Die Arenaleiter sind ja tatsächlich gar nicht so bad gelevelt. Ich meine, der erste war ja schon irgendwie auf 13 oder so. Das heißt, wir können schon damit rechnen, dass wir beim zweiten Arenaleiter nicht allzu overlevelt sind. Warum brechen die immer aus im Moment beim letzten Wackeln? Was ist mit denen? Und beim zweiten Ball bleiben sie dann immer drin, egal was ich mache. Also, ich erkenne hier ein Muster, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und yay, wir haben jetzt die zweite Seite in der Box freigeschaltet, Leute. Oder halt, wir können jetzt runter scrollen. Krass, geht mir aus dem Weg, ich hab keinen Bock auf euch. Ach, ich hab diese Fossilien gefunden, also gehören sie auch mir? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Wo sind dann deine Stifte? Ha, dem hab ich's aber gegeben. Schlagen wir ihn zusammen. Schlagen wir ihn zusammen, das ist sinnvoller. Welches Level hat der? Level 10, Könnte Kopfnuss vielleicht one-shotten? Oh, wer hätte das nur gedacht? Also das Spiel ist wirklich sehr schwer im Moment. Literally. Ich müsste aus dem... Okay, das könnte schwieriger werden, weil ich ja auch meine Kampfattacke rausgenommen habe. Lull. Alles, was ich habe, ist nicht sehr effektiv. Vielleicht kriege ich mit dem Flinch ein bisschen Glück. Nee, aber braucht trotzdem nur 2 Hits. Und viel Schaden macht's mir halt auch nicht. Ich kann das eigentlich ein bisschen eher als ein Laberprojekt verwenden, habe ich das Gefühl, weil wir laufen durch. Ich spam literally jetzt seit 7,5 Minuten den A-Button. Wir können uns jetzt eins der Fossilien nehmen. Ja. Ich sag mal, juckt uns das wirklich? Nein. Wir nehmen den Scheiß-Teil eh nicht. So, und jetzt, nachdem wir das erledigt haben... Stehen geblieben. Wer hätt's gedacht? Dieses Fossil gehört uns, klar? Wie und wann hast du uns überhaupt überholt? Unverschämtheit. Ja, wann habe ich euch nur überholt? Ich bin Jesse. Und ich bin James. Und das ist eure Katze. Und ihr seid nicht Team Rocket, auch wenn ihr das behauptet. Ihr gehört zwar zu Team Rocket, aber zu zweit seid ihr nicht das ganze Team Rocket. Du willst uns doch nicht etwa mit nur einem Pokémon entgegentreten? Ist das dein Ernst? Die zwingen mich wirklich ein zweites zu holen! Brrrr! Ist das euer Ernst? Ja, okay, was ist denen würdig so? Ja, kommt hin. Was weiß ich? Ja, fuck, ey, die zwingen mich jetzt wirklich noch ein Pokémon reinzunehmen. Digga, was ist mit euch? Ich schlag euch. Jesse von Team Rocket und James von Team Rocket fordern dich heraus. Den Text hätte man auch kürzer halten können. Los, Kokuna, du bist hier das Haupt-Pokémon. Die sind immerhin auf 12, die Keks. Was one-shotten wir zuerst? Okay, Kokuna, gib dein Bestes mit diesem krassen Moveset. Es kann nur Härtner. Auf wen wohl?
So, damit haben wir das erste von den zwei Viecher. Ach komm, jetzt heute triggert mich das Spiel. Wir hatten schon ein Viech mit, hier Dings. Wir hatten schon ein Viech mit, oh klar, Kokuna trifft's nicht. Mit 68 WP haben jetzt 68 Erfahrungspunkte bekommen. Komm, Digga. Dieser eine Punkt immer. So, Eevee ist vergiftet, aber viel ausmachen wird's nicht. Wir sind in Runde 2, das heißt, wir finishen das Battle jetzt. Kokuna, Härtner, Bitch. Es ist ein krasser Kampf. Wow, das tankt. Das tankt ja was. Und die KI, ich weiß gar nicht, ob die hier gar nicht so blöd sind. Zumindest sind die nur auf Evoli gegangen. Härtner, je. Evoli ist tatsächlich ungefähr halb tot. Krass. Trotzdem hättet ihr mich jetzt echt nicht zwingen müssen, nur noch ein zweites Pokémon einzupacken. Wisst ihr schon, oder? Oh, und jetzt muss ich mir auch noch angucken, wie Kokuna ein Level erreicht. Hast du dir voll verdient. Ja. Seid ihr jetzt froh, dass ich meinen Kokuna mitgenommen habe? Guckt mal, Evoli ist krass. Ja! Das Ding versteht mich! Das ist genauso genervt wie ich! Das ist genauso genervt... Oh, okay. Ich halte gerade meinen Joy-Con gefühlt auf den Boden! Und damit das auf dem Screen ist. What the fuck? Hier, friss. Es könnte später im Run noch wichtig werden. Wenn wir so ein bisschen die Effekte, die dabei rumkommen können, nutzen können. Ich glaube, später im Run wird das tatsächlich sinnvoll. Nerv nicht, sondern bleib drin. Mich triggert dieser Kampf gerade trotzdem dezent, muss ich sagen. Der Wurf war gut, ne? Der auch. Ich bin einfach godlike. Ja. Danke. Wir ignorieren einfach, dass gerade Dinge geschehen sind. Immer schön. Evoli erreicht Level 18. Und wir können Kokuna und Zubat aus dem Team werfen. So. Für den nächsten Doppelkampf finde ich bestimmt was anderes Tolles und ich wollte noch in der Box bleiben. Ich meine, wir haben hier noch Level 5 Karpador zum Beispiel. Ich glaube, alle Doppelkämpfe, die in dem Spiel zwingend Doppelkämpfe sind, sind wirklich gegen die beiden Keks. Also die können sich dann schon mal freuen. So ein Karpador so... Ich weiß halt nicht, wie lang die Höhle noch ist, muss ich sagen. Vielleicht lohnt es sich gar nicht mehr, noch irgendwie ein Item hier jetzt rauszuballern, weil wir in 2 Metern in der Stadt ankommen. Route 4. Mal gucken. Also wir sind auf jeden Fall aus der Höhle raus schon. Und bisher geht auf dieser Route ja mal gar nichts ab. Nicht ein NPC. Hallo? What the fuck ist diese Route? Hier steht niemand. Hier ist keiner. Hier geht gar nichts ab. Ist hier... Hä, ist hier radioaktiv verseucht oder warum will hier keiner hin? Hier ist nicht ein einziger NPC. Und die Route ist eigentlich ziemlich lang. What the fuck? Aber hey, wir sind in der nächsten Stadt, ein Highlight und wäre Verschwendung gewesen.
trotzdem, irgendwie triggern mich heute sehr viele Dinge an diesem Spiel. Wo ist das Pokémon Center? Ach, Digga, du bist gerade vergiftet. Ich will dich heilen. Hör auf, mich auf den Brunnen aufmerksam zu machen. Danke. Das Ding weiß, was gut fürs ist. Ich komm gerade einfach nicht klar auf die Scheiße, die hier los ist. Der Doppelkampf, die ganze Route ist leer. Was ist das für eine Designentscheidung? Einfach alles war leer da. Und ich sollte noch mal kurz reingehen. Vielleicht hat irgendein NPC hier was Interessantes. Dieser hier. Dein Evoli sieht aber äußerst vielversprechend aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der Lage ist, eine der neuen Attacken zu erlernen, die ich erschaffen habe. Genau das ist es. Oh mein Gott, der hat gleich 3. Oh mein Gott, ey. Also Leute, ich hoffe, ihr fandet Evoli bisher nicht overpowered. Da können wir jetzt Abhilfe schaffen. 3 neue exklusive Spezialattacken. Eine Feuerattacke mit 90 Stärke. Physisch. Also ich schätze, wir nehmen alle von den Spezialattacken rein und behalten sonst nur Kopfnuss. Der hat halt wirklich Blubbsauger. Was genau macht die Attacke? Ach so. Das ist nochmal dasselbe wie mit Feuer von den Werten her, aber das heilt mich auch noch. Okay, und das ist speziell, was bei meinem Evoli ein bisschen schlechter ist, aber scheiß drauf. Ja. Was habe ich euch gerade darüber gesagt, ob euch mein Evoli bisher zu overpowered ist? Hier bekommen wir wirklich diese Attacken for free. Was hat das für Werte? Ich denke mal auch 90 Stärke. Es ist speziell. Und wird safe paralysiert. Exakt. Was los, Brudi? Ich weiß auch nicht mehr, Leute. Ich weiß auch nicht mehr. Habe ich beim Feuer noch irgendwas übersehen, das komplett broken ist? Weil ansonsten ist die Feuerattacke ja irgendwie schlechter als die anderen. Verbrennt die sicher, oder? Ach so, ja, die verbrennt sicher. Pff, sorry, hatte ich überlesen. Ja. Wir haben jetzt eine Wasserattacke, die uns heilt, eine Elektroattacke, die safe paralysiert und eine physische Feuerattacke, die safe verbrennt. Ich glaube, wir haben den Run durchgespielt. Naja, zumindest bis es später noch andere Spezialattacken gibt. Ich meine, es gibt bestimmt keine anderen wir haben da sogar schon mal drüber gesprochen. Hui, ich werf Geld rein. Und Evoli sieht toll aus. So, das Ding freut sich. Platzt ein Anschlag? Naja. Musst du wissen, okay. Das ist irgendwie, glaube ich, die falsche Reaktion. Egal. Wir haben Chicken. Guck mal, Chicken Nuggets sind sehr krass. Also wir könnten das Fossil auch einfach verknäffen für einen Pokédex. Ich meine, als würde der mich groß jucken, aber Hyperheiler gibt's nicht. Ich habe eher nur ein Gegengift, dann nehme ich mal. Ich hole mir ein bisschen Paraheiler ist sonst noch recht wichtig von denen. Wie viele Tränke hab ich? 10 Supertränke gibt's noch nicht, ja. Dann reicht mir das. Irgendwie ist die Folge heute komisch, muss ich sagen.
aber ich glaube, irgendwie auch lustig. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach nur dauerhaft getriggert von allem, was in diesem Spiel abgeht. Und mach dann zwischendrin auch nochmal grenzwertige Jokes, weil ich es einfach K.O. Hier ist ja eine Arena. Ich kenne mich gut aus in diesem Spiel. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Wir haben hier eine Wasserarena. Im Poké-Center 2 Meter neben uns kriegen wir eine overpowerte Elektroattacke. Und wenn man sich jetzt denkt, ja, sind da nicht die Let's Go Pikachu-Spieler benachteiligt? Denkt nochmal drüber nach! Dann können wir es diskutieren! Außerdem bekommt Pikachu in dem Pokémon Center, glaube ich, auch eine spezielle Elektroattacke, die broken ist. Ja, hier dürfen nur Trainer mit einem Pokémon, das mindestens Level 15 ist, reinlassen. Ja, man sieht, wenn ich Level 15 brauche und mein Evoli ist nur auf 18, so krass overlevelt bin ich tatsächlich nicht. Ach so, die soll man da... Scheiß drauf, wir haben Evoli. So, eine Wasserarena. Da können wir ja gleich mal unsere neue Elektroattacke ausprobieren. Und damit meine ich bestimmt nicht spammen. Damit meine ich spammen. Ich brauche ein Level 15 Pokémon. Die Trainer hier... Okay, das könnte tatsächlich interessant werden. Level 16. Ja, aber im Vergleich zu den anderen Dingen, die in diesem Spiel noch passieren werden, könnte es interessant werden. Ja. Man kann hier auch außen rumlaufen und einen zweiten und dritten Trainer skippen, aber... Free XP, I guess. Ich meine natürlich, wir wollen uns der Herausforderung stellen. Und so... Fahren wir noch ein bisschen. Ey, der Hintergrund ist aber schon geil. Dieses Fenster da. Das fühle ich. Töten wir es. Qualvoll. Ja, das mit der Paralyse kommt halt im Moment nicht so gut zum Einsatz. Der einzige Punkt, der wirklich ist, ist, dass nur die Feuerattacke physisch ist und mein Evolian physisches Pluswesen hat und physisch auch stärker ist dadurch. Vielleicht nicht nur dadurch, kenne ich mich nicht so gut aus, aber auf jeden Fall ist physisch für uns besser und 2 der 3 Spezialattacken, die wir bekommen haben, sind speziell. So, die nächste große Herausforderung in dieser Arena. Oh, es hat einen Prio-Move, krass. Wow, es hat überlebt und ist paralysiert. Wow, es trifft sogar. Die macht uns ja richtig fertig. 14 HP vorm Arena-Leiter-Battle. Läuft bei dir. Ja, das war relativ schnell. Die Arena abschließen schaffen wir heute auch noch. Ich gehe mal bisschen sicherer, weil das Stami von Misty tatsächlich ein bisschen Stress machen könnte. Ich gehe lieber mal voll geheilt rein. Hey du, was ist dein Motto bei Pokémon-Kämpfen? Also mein Motto lautet, ein Kampf gewinnt man mit dem gnadenlos offensiven Einsatz von Wasser-Pokémon. Also bist du bereit, gegen die weltberühmte Schönheit Misty anzutreten? Ja, deine Taktik ist also nur mit Wasser-Pokémon zu kämpfen. Das ist schön, da hab ich was für dich. Enton erstmal. Stami kann halt... Ich kann mir gut vorstellen, dass das schon auch in Richtung 20 vom Level her geht. Enton ist schon even Level mit meinem Evoli. Das braucht bestimmt 2 Hits. Oh, fast. Ganz knapp. Und es trifft.
Wow. Respekt an dich. Das wird trotzdem töten, auch wenn es nicht sehr effektiv ist. Und wir bekommen noch ein paar HP zurück. Krass. So, krasses Arena-Leiter-Battle. Ah, Level wäre schön gewesen, aber okay, das wäre ein bisschen viel. Stam, das könnte tatsächlich interessant werden. Es ist auch über meinem Level. Und outspeedet. Okay. Okay, das wird interessant. Nein, wird es nicht. Warum zuschotten wir das Scheißviech? Ja, und wir... Es kann auch sein, dass wir outspeeden wegen der Paralyse. Ja. Was habe ich gerade zu Es wird spannend gesagt? Nein. Unser Evoli ist seit gerade eben noch overpowereder. Endlich. Warum muss ich überhaupt die Attacken noch auswählen? Das überfordert mich doch. Kann das Spiel es nicht von alleine machen? Na gut, dann will ich mal nicht so sein. Ich überlasse dir den Quillon als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Ja, krasses Battle. Und so. Mit dem Quillon in der Tasche gehorchen dir alle Pokémon bis Level 30, die du von anderen Trainern bekommen hast. Juck mich. Juck mich heftig, Alter. Außerdem kriegst du noch diese tolle TM. Die Sache ist die, selbst wenn Evoli das erlernen könnte, ist meine Wasserattacke, die ich hab, eh stärker. Er hat gesagt, die Stärke ist genau gleich, aber Heilung dann halt noch dazu. Oh, Jesus. So, wir können noch mal kurz hier vorbeigucken. Evoli, auch happy. Ja, du hast sie alle angezündet und sie sind gestorben. Ist das nicht toll? Ja, Massenmord, Genozid, guck mal. Anzünden! RIP Headphone Users, ich sehe den Ausschlag schon bei der Audio. Mm, lecker, lecker, lecker. Ich glaube, wir sind an einem guten Zeitpunkt angekommen, diese Folge von Pokémon Let's Go Evoli zu beenden, wenn jetzt nicht gerade noch eine Cutscene kommt, was nicht geschieht. Was haben wir heute in dieser Folge erlebt? Wir wurden dazu aufgezwungen, einen Kokuna mit ins Team zu nehmen, was absolut nichts im Battle gemacht hat, sind über eine komplett leere Route gelaufen und unser Evoli ist endlich noch overpowereder und hat easy die zweite Arena gesweept. Wobei wir nicht mal overleveled waren. Das ist ja gerade das Schlimmste. Wir hätten den Eintrank nicht mal gebraucht, um die ganze Arena mit einem Pokémon durchzumachen, ohne dass wir überhaupt overleveled waren. Ja. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat und ihr nicht verpassen wollt, inwiefern sich das Spiel nächstes Mal wieder selbst spielt, dann lasst ein Like und oder ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann und tschö mit Ö.